Hi zusammen und herzlich willkommen zu Spielewelten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir wurde von einem Zuschauer das Spiel Super Cyborg empfohlen. Gibt's auf der Nintendo Switch, kostet nur 4,99 € und soll sich spielen wie Contra, beziehungsweise ja eigentlich wie Super Protector, wenn man sich mal diesen Roboter da anschaut. Ich habe es mir jetzt mal heruntergeladen, 4,99 € sind nicht die Welt. Ich werde es jetzt anspielen und dachte, ich nehme euch mal mit und wir schauen uns mal an, ob das Spiel denn tatsächlich was taugt. Haben wir hier ein richtiges Hidden Gem vielleicht entdeckt für 5 € auf der Switch? Lasst es uns rausfinden. Okay, da geht's los. Game by Arthur Games. Music by Darkman ist ein kleines Indie-Spiel und oh Gott. Ich krieg jetzt schon richtig harte Contra-Vibes. Alter. Oh Gott. Also jetzt schon im Hauptmenü, finde ich, ist das wirklich 1A Contra. So, New Game Settings Controls, gucken wir uns mal an, was es hier so alles gibt. Wir haben den Sound, wir haben die Musik, Screen Mode, normal, Stretch, nee, normal, oder? So, Screen Filter disabled, oh, wir haben sogar Smoothing Filter. Also das, wenn man es ausschaltet, ist es natürlich recht pixelig, wie man es halt von früher kannte. Oder kennt's. Hier wird alles ausgesmoothet, also es wird alles geglättet. Ich finde ehrlich gesagt den ohne Smoothing besser. Oh Gott. Es gibt hier sogar noch einen Filter, CRT-Filter. Boah, der ist nicht gut. Oh Gott. Nee, ich denke mal, oh Gott, nein, wir spielen ganz normal ohne Filter, glaube ich. Ist, glaube ich, besser. So, zurück. Steuerung, also. Aimlock, Fire, Charge, das sieht eigentlich ganz okay aus. Komm, ich mache einfach mal. Wollen wir keine Zeit verschwenden, gehen wir sofort rein. Select the slot to save the game. Okay, your progress will be saved at the end of the level and at the checkpoints. Also, ist auf Englisch, hat verschiedene Slots, wie ihr seht. Slot 2, Slot 3, Slot 4. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den ersten Slot, damit es mal ein bisschen schneller geht. Ja, man kann sogar im Koop spielen, wie ihr seht. 2 Spieler finde ich auch hervorragend. Ich bin aber alleine natürlich gerade zugange und okay, schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr noch Contra kennt, ob ihr Super Protector damals gespielt habt auf dem Super Nintendo, aber wenn ihr das Video schaut, werdet ihr es vielleicht getan haben. Schaut euch mal die Laufanimation an. Also ist schon sehr, sehr, sehr nah an Contra. Wie ich kann jetzt hier meinen Cyborg auswählen, wie es ausschaut. Ah, okay, die haben auch verschiedene Designs, V1 und V2. Ich nehme mal den V2, der hat so ein coole Schulterrüstung. Und ich kann die Farbe wählen. Ah, okay, es gibt 4 Slots und ich kann jetzt pro Slot die Farbe, oh Gott, das sieht aus wie Robocop, die Farbe anpassen. Ja, ist eigentlich egal. Da bin ich jetzt nicht so der Typ, dem das irgendwie wichtig ist. Nehmen wir den mal so, ist egal. So, und wir haben die Möglichkeit, auf Easy und auf Normal zu spielen. Ich nehme Easy, dann kann ich ein bisschen besser mit euch quatschen, wenn ich mich nicht so sehr aufs Spiel konzentrieren muss. Also Player 1 Status, Level 1, es geht los. Oh, NES-Grafik. Woher kenne ich diesen Sound? Okay, press Fire Button to continue. Okay. Also. Oh, schaut mal, wie er springt. Schaut mal, wie der Charakter springt. Also, das ist schon hart Contra, ne? Ich finde ja schon. So, also ich kann jetzt hier mich bewegen. Ich kann, wenn ich R1 drücke, kann ich im Stand zielen. Dann bewegt der Charakter sich nicht mit. Auf B wird gesprungen. Ja, schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Oh Gott, da sind auch schon die ersten Feinde. Ich habe die ersten Items genommen. Ja, also es ist total Contra. Es ist total Contra. Und ich kann hier auf jeden Fall springen und die Feinde abschießen und bin jetzt auch schon gestorben, weil mich der erste Feind überrannt hat. Oh Gott, hätte ich Bock, das mit einem Kumpel zu zocken. Im Koop. Oh, wir haben damals... Oh, was ist denn los mit mir? Ich glaube, ich muss mal mit dem Steuerkreuz spielen, ey. Ich habe damals mit einem Kumpel Super Pro Protector auf dem SNES extrem gesuchtet. Und das sieht wirklich hervorragend aus. Wobei,
Das sieht eher so nach NES-Style eher aus und nicht Super Nintendo. Und ich bin schon verreckt, wie ihr seht, auf Easy. Oh Gott, ist das eine Schmach. Aber ja, für 4,99, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ich habe es heute Vormittag runtergeladen, ob diese 4,99 nicht im Angebot, also Angebotspreis waren. Das kann natürlich sehr gut sein. Ich habe nämlich nebenbei noch ein anderes Spiel heruntergeladen, was ich auch demnächst mit euch anspielen möchte. Das geht in eine ähnliche Richtung, hatte so ein bisschen was von Top Gear. Damals, wenn ihr es noch kennt, auf dem SNES, das ist auch ein Rennspiel, aber gut, das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich versuche jetzt hier nochmal mein Bestes zu geben und versuche hier mal nicht so schnell zu sterben. Sollte ja machbar sein hier. Oh, und wieder der Typ, der mich vorhin schon abgeschossen hat. Ich glaube, das könnte vor allem im Koop richtig spaßig sein. Soundtrack gefällt mir gut. Ah, das war eine Bombe oder sowas. Okay. Ich meine, es gibt ja so ähnliche Run-and-Gun-Spiele, aber wenn jetzt. Boah, wenn jetzt. Oh, und dann voll auf die Kugel gefallen. Wenn schon Konami uns nichts in der Richtung gibt, außer jetzt natürlich die Contra Collection, aber ich rede von einem neuen Contra, dann müssen die Fans es halt selber richten. Und ich finde, das ist eine ganz gute Portierung geworden, beziehungsweise ein ganz guter Versuch, Contra oder ein Contra-ähnliches Spiel auf den Bildschirm zu bringen. Es soll 7 Level geben, habe ich gelesen. Und die sind natürlich dann auch jeweils immer schwieriger, auch klar. Wobei es gibt ja eigentlich ein neues Contra. Es gibt ja das Contra für Android. Aber das habe ich gar nicht so viel gespielt, wie ich anfangs dachte, weil eben dieser Mobile-Charakter mit diesem Pay-to-Win, das war nicht so meins. Letztendlich, aber das hier. Ich sehe mich das schon am Wochenende mit einem Kumpel zocken. Ich sag's euch. Oh nein, ist das ein Boss jetzt? Das ist die Wand, oder? Also, ich will jetzt nicht unbedingt von dem Contra-Klon sprechen, aber eigentlich müssen wir es. Eigentlich ist das ein absoluter Contra-Klon. Schönes Sprite-Work, muss ich sagen. Ich versuche jetzt mich hier mal. Ah, dann bin ich Idiot auch noch selber in den Schuss reingesprungen. Och Mensch. Oh, und ich merke, wie ich diese Spiele verlernt habe. Ich habe diese Run-and-Gun-Spiele verlernt. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber es liegt doch vielleicht daran, weil ich mich auch auf das konzentriere, was ich euch erzählen möchte. Aber ja, Super Cyborg, 5 € gerade auf der Nintendo Switch. Ich glaube, das kann man sich definitiv geben. Während ich jetzt hier das Level nochmal angehe, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel zusagt. Ich krieg nichts dafür, keine Sorge. Ich habe mir das von meinem eigenen Geld gekauft. Wenn ihr jetzt denkt, der eigentlich schwärmt, aber der ist ein bisschen bezahlt worden. Nein, tatsächlich nicht. Es ist einfach nur ein gutes Spiel, glaube ich. Und es weckt in mir einfach nostalgische Gefühle. Und ich finde vor allem so kleine Indie-Entwickler, die gehören definitiv unterstützt. Und vor allem, wenn die sowas Geiles hier auf die Reihe kriegen. Ich glaube, mit einem Kumpel im Koop kann das richtig, richtig geil sein. So, ich spiele jetzt auf jeden Fall mal mit D-Pad. Und das macht mit D-Pad schon deutlich mehr Sinn. Ich glaube, dafür reaktiviere ich auch den 8-Bit-O SF30 Pro Controller, der ja mit diesem SNES-Teil da daherkommt. Ich glaube, das macht dann bei so einem Spiel deutlich mehr Sinn. Ach, guck mal, ich habe einen neuen Schuss bekommen. Den hatte ich vorhin nicht, weil ich vorhin hier schon verreckt war. Hinten das Scrolling sieht auch nur gut aus. Oh Gott, ich sterbe hier. Ja, das habe ich nicht ausgehalten. Da hätte ich wahrscheinlich hier drauf springen müssen, weil die kommen nicht so hoch. So. Oh Gott, das auf Easy. Ey. Ich brauche echt Übungen, merke ich gerade. Also spielen. Ich muss auch ehrlich zugeben, damals als Kind hat man irgendwann Super Protector auch nur mit einem Cheat-Modul geschafft. Das war für mich immer zu schwer. Das war für mich immer zu schwer. Ich glaube, ich bin inzwischen einfach zu alt, um noch diese ganzen Reflexe an den Tag zu legen. So, passiert hier noch was? Ah, ich muss das triggern. So, jetzt aber komm. Kann nicht so schwer sein, hier den ersten Boss auf die Bretter zu schicken.
kann jetzt natürlich sagen, ich versuche euch so wenig zu spoilern wie möglich und aus diesem Grund verliere ich hier die ganze Zeit. Aber das wäre falsch. Okay, der muss also definitiv das Auge aufmachen. Oin! Ach Mensch. Komm. So, ich rede gerade nicht viel, weil ich mich versuche zu konzentrieren. Er hat aber auch viel Energie, muss ich sagen. Ah, zumindest ist es nicht die Wand. Ne? Wenn es jetzt die Wand wäre, die klassische... Nein! Und dann bin ich da mit einem Fuß auf den Gegner gelatscht und bin gestorben. Aber ich habe noch ein Level, ein Leben. Es ist noch nichts vorbei. Jawohl, und da ist er besiegt. Im dritten Anlauf. Aber funktioniert. So. Level complete. Das war das erste Level. Und ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, ob ich euch mehr spoilern möchte. Wenn das Spiel ja eh nur 7 Level hat, dann macht es eventuell Sinn, hier Schluss zu machen. Aber wir gucken uns das zweite Level definitiv noch an. So, ich habe noch 2 Leben. Bis zum nächsten Continue spielen wir auf jeden Fall noch. Aber eins muss ich nochmal gucken. Screen Mode, normal. Was ist denn, wenn ich Stretch nehme? Okay. Verändert sich irgendwie bei mir nichts. Oder habe ich jetzt was auf den Augen? Nö. Da ändert sich bei mir irgendwie gar nichts. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich würde auf normal in 4:3 spielen und Stretch dann eben 16:9, aber... Scheinbar tut es die Anzeige bei mir nicht. Kann aber auch daran liegen, dass ich den im Classic dazwischen habe. Das will ich gar nicht bestreiten. Oh Gott, da sind jetzt irgendwelche anderen Viecher, die deutlich mehr Energie haben und deutlich mehr Schüsse einstecken können. So. Und hier müssen wir jetzt nach oben klettern. Auch das ist also ein bisschen an Contra angelehnt. Ich erinnere mich an das zweite Level von Contra, wo es ja auch hoch ging. Das haben auch andere Contra-Spiele gemacht, wie beispielsweise Contra 4. Da gab es auch sowas auf dem DS. Wenn ihr das noch kennt. Aber ich glaube, für 5 Euro, also zumindest jetzt, wenn es immer noch im Angebot ist, ich kann mich irren, aber ich meine, das war ein Angebotspreis, macht man hier wirklich überhaupt nichts falsch. Ganz, ganz große Klasse, dass so ein Spiel echt für ein paar Euro zu haben ist. Ich glaube, der Normalpreis lag bei 8,99 oder so. Aber ich verlinke euch das direkt im eShop. Von daher, dann könnt ihr euch da genau selber nachschauen. Und ich bin gerade echt blöd gestorben, muss ich sagen. So, aber ist nicht schlimm. 13 Minuten passt schon als kleines angespielt. Ich wollte euch das einfach nur zeigen. Und wenn es gut sein sollte, hatte ich mir gedacht im Vorfeld, dann ist es vielleicht für die Community was. Und ich gebe dem einen oder anderen eine Empfehlung raus und das tue ich an dieser Stelle, denn ja, es macht schon Bock. Es macht schon Bock, es ist genauso schwer wie die alten Contra-Spiele, sieht genauso aus, steuert sich genauso. Ganz klare Empfehlung an meiner Seite. So, also von daher, wenn ihr Bock mit diesen Spielen habt und vielleicht noch die alten Contra-Spiele vermisst, dann schaut es euch auf alle Fälle an. Und wenn ihr es gespielt habt, ihr Lieben, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was denn eure Meinung zu dem Game ist. Wird es vielleicht noch schwerer später oder noch besser? Wie sehen die Level aus? Wie gefällt euch dieser NES-artige Grafikstil? Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, ich müsste mal viel, viel mehr mit dem R1-Button arbeiten und schon mal stehen bleiben, anstatt einfach im Lauf zu schießen. Aber das ist alte Contra-Angewohnheit. Aber ich merke wirklich, dass ich mich ein bisschen von Run-and-Gun-Spielen abgewöhnt habe. Ich müsste die viel, viel öfter spielen, um die alten Reflexe nochmal zu triggern. Aber ja, ich will hier gar nicht aufhören, wie ihr seht. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss. Und hoffe, dass ihr Spaß an dem Video hattet. Und wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback zum Spiel in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe euch hier ein kleines, schönes Hidden Gem für die Switch empfohlen. Und ja, es geht weiter mit mehr Switch-Content in den nächsten Tagen. Das Video zu Chrono Cross folgt. Und dann will ich euch noch das Rennspiel zeigen. Ich kann es mal anteasern. Das ist nämlich dieses hier, Slipstream. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. So, bis dahin aber alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Euer Andi.